guten Morgen. Wir haben heute Tag Nummer 2, den wir komplett in New York sind. Heute ist Freitag, es geht nach Coney Island. Papa ist quasi schon New Yorker geworden, Coffee to go. Nee, hat folgenden Sinn, wir gehen heute bei IHOP frühstücken, heute mal nicht im Hotel. Und deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg zur Bahn und müssen erst hier zur 1 und dann zur Kuh. Und mit der Kuh fahren wir dann vom Times Square bis nach Coney Island durch. Jawohl. So, wir haben jetzt die Metrokarte für 7 Tage. Damit können wir jetzt fahren. Jetzt geht es zum Times Square. Jetzt müssen wir nochmal Richtung Uptown, weil wir standen gerade Downtown. Das wäre die falsche Richtung. Und ja, dann geht's los Richtung Coney Island. So, wir haben uns entschieden. Wir nehmen die World Famous Pancake Combo mit Pancakes, Eiern, Bacon und Hash Browns. Na gut, ich habe mich auch entschieden. Ich habe mir die Karte angesehen, habe die auswendig gelernt und bin zu dem Entschluss gekommen, ich schließe mich Jennifer einfach an. Ihm bleibt eh nichts anderes übrig, weil er eh nicht bestellen kann. Dann sage ich mal guten Hunger. Danke, gleichfalls. Und wie war dein erstes richtiges amerikanisches Frühstück? Ja, sehr, sehr süß. Gewöhnungsbedürftig. Also hier die Pancakes. Ja, ja, ja. Und das andere war aber sehr lecker, ne? War gut, war auch lecker, ja. Aber wie gesagt, an das Süße muss man sich erstmal hier gewöhnen. Wir haben fast alles aufgegessen. So, wir haben jetzt gefrühstückt. Ich bin auf jeden Fall erstmal voll, jetzt brauche ich auch noch ein Stündchen Pause. Haben wir auch noch, denn der Luna Park hat noch gar nicht auf. Deswegen schauen wir uns hier jetzt mal so ein bisschen um, was es hier alles so gibt. Die ein oder andere neue Achterbahn für mich. Mal gucken, ob ich die überhaupt fahren kann. Schauen wir mal. Und ja, wir gucken jetzt erstmal so ein bisschen den Strand an und die Promenade.
anderen Parkteile rüber und gucken, was wir da noch so machen können. Also, was ich noch so machen kann. Und ob Dinos Wonderwheel gleich noch aufmacht, mal schauen. Bis jetzt habe ich es nicht fahren sehen. Das Riesenrad wollen wir auf jeden Fall nämlich noch fahren. Und ja, wir gehen mal schauen. Genau, wir besorgen Papa jetzt Wasser und ja, dann geht es wieder zurück nach Manhattan. Und dann haben wir heute noch, denke ich, Madame Tussauds und auf jeden Fall das Empire State Building um 17:45 vor uns. Mal schauen. Wo geht's jetzt hin, Papa? Madame Tussauds.
war Madame Tussaud. Ganz schön viel. Und jetzt geht's für uns wieder mit dem Aufzug hier runter. Und gleich aufs Empire State Building. Na, fahren wir wieder hoch. Was sagst du? Überwältigend ist das. Schon stark gemacht, als ganz in hohe Häuser. Schön toll. Jetzt auf dem 80. Stockwerk im Empire State Building. Es ist aber noch nicht alles. 6 Stockwerke geht es noch nach oben. Ja, das ist prima. Bis jetzt kann ich nach unten schauen. Ich habe auch keine Angst. Normalerweise habe ich ja immer Höhenangst. Hier ist auch alles geschlossen. Und hier sind geschlossene Räume. Ja, genau. Und dann weiter oben aber nicht mehr. Na gut, dann schauen wir mal. Aber ich habe nicht vor zu springen. Okay, gut. Kannst du auch gar nicht. Wir schauen uns mal den 86. Stock an. Spaß dabei. Auf geht's. Aus dem Empire State Building. Jetzt haben wir ein bisschen Hunger. Für uns gibt es heute zum Abendessen Pizza. Oh, eine auf Käsepizza. Die Schnelle. Genau, auf die Schnelle. Und so sieht die Pizza aus. Dazu gibt es 2x Cola und guten Hunger. Cola, das ist aber 4 für 99 Cent oder 3 Dollar. Ja, genau, 3 Dollar. 3 Dollar. Pro Dose und 2 Slices Pizza. Ja, dann los.